Du hast in PicTrop bestimmt schon mal die Farbmarkierung genutzt. Heute will ich dir noch ein anderes Tool zeigen, mit dem du Auswahlen in deinen Galerien speichern kannst. Die Auswahlen sind super, wenn du einen Satz von Bildern längerfristig in der Galerie ablegen möchtest, sodass sie immer für dich, aber auch für alle Besucherinnen und Besucher der Galerie erreichbar sind. Damit du die Auswahl nutzen kannst, musst du sie zuerst in den Galerieeinstellungen aktivieren. Du gehst dazu in den Reiter Abstimmungsmodus und setzt den Haken hier bei den Auswahlen. Mit einem Klick auf Änderung übernehmen ist das Tool dann in der Galerie für dich bereit. Um eine Auswahl zu starten, fügst du erstmal Bilder dieser Auswahl hinzu. Ich suche mir hier mal alle Bilder aus, auf denen ein Smartphone zu sehen ist. Klick dann hier oben auf dieses Plus. Und hier unten ist auch noch eins mit dem Smartphone. Ich glaube, jetzt haben wir alle erwischt. Damit diese Auswahl dann dauerhaft gespeichert wird, gibt es den passenden Button hier. Du klickst einmal drauf und kannst für diese Auswahl einen Titel vergeben. Ich nenne die jetzt natürlich auch passenderweise Smartphone. Hier an dieser Stelle kannst du oder natürlich auch dein Kunde oder deine Kundin einen Namen eingeben. Sagen wir hier einfach mal, Max hat die Auswahl getroffen. Hier könnte dann auch noch eine E-Mail-Adresse eingegeben werden und bei Bedarf noch eine Nachricht zu dieser Auswahl. Mit einem Klick auf Auswahl speichern und senden wird jetzt eine E-Mail an dich, also den Inhaber oder die Inhaberin des Accounts gesendet und die Auswahl ist dauerhaft in der Galerie gespeichert. Du findest die Auswahl dann hier links in der Filterleiste mit dem Namen, den wir gerade zusammen eingegeben haben. Wenn du draufklickst, sind sofort wieder alle Bilder markiert in der Galerie, die in der Auswahl gespeichert sind. Oder was ich noch praktischer finde, wenn du auf das Auge-Symbol hier klickst, dann werden dir nur noch die Bilder in dieser Galerie angezeigt, die Teil der Auswahl sind. Wie du siehst, ein super Tool, um dauerhaft Bilder zu speichern in der Galerie und die jederzeit wiederzufinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in deinen Projekten auch einen richtig guten Anwendungsfall dazu findest. Viel Spaß dabei!